Guten Morgen. Ich bin gerade rausgesteppt. Ich war schon voll fleißig, aber ich war halt nicht draußen. Ich kann den Strand von hier aus sehen, da vorne. Aber jetzt erstes muss ich einkaufen gehen, weil ich habe nichts zu essen zu Hause. Doch, ich habe eine Menge, aber ein bisschen frischer als Kram, Obst und Gemüse natürlich nicht. Und das braucht man. Deswegen Fahrrad geschnappt und ja, da drüben einkaufen. Bevor ich jetzt hier reingehe in den Laden, wollte ich einfach mal sagen, wie geil das einfach ist, wenn man sich so auskennt, dass es halt Normalste ist, diesen genauen Weg zu gehen. Da vorne hat der Zug das letzte Mal gestanden und jetzt bin ich einfach hier mit meinem Bike. Das ist so verrückt. Ich gehe nicht an den Strand oder so. Das erste, was ich mache, ist erstmal Essenssachen einkaufen. Vollkommen verrückt, aber gut. Das ist halt mein normales Leben so, ne? Ich bin halt hier, nicht um Urlaub zu machen, sondern um zu arbeiten. Verrückte Sache. So, Maske auf und rein damit. Ah, ich würde sagen, ich bin fertig. Ich bin gespannt, wie das alles in meinen Rucksack passen soll. Ob das überhaupt passt, keine Ahnung. Mal schauen. Krass, bin gerade hier am Strand angekommen. What? Heftig. Es sind gar keine Wellen da. Man merkt auch ein bisschen die Sonne. Und jetzt die wichtige Frage. Funktionieren schon die Duschen? Ja, sie funktionieren. Geil. Finde ich nice. So, beim letzten Mal haben die hier nämlich noch nicht funktioniert. Der eigentliche Plan ist, ich gehe an den Strand und lerne ein bisschen Spanisch und mache andere Sachen. Aber es ist so geil hier. Ich bin einfach jetzt hier neben meinem Camperparkplatz und fahre die ganze Zeit am Strand entlang. So ein Monat für den Unterschied macht. Ich habe eine lange Hose an und einen Pulli und mir ist so richtig warm. So richtig, richtig warm. Aber es ist auch nur leicht bedeckt und es ist kaum Wind. Ich finde dieses Restaurant sehr cool. Geiler Ort. Boah, ich habe gehört, hier kann man richtig geil Backflips üben, wenn die Schulter heil ist. Hui. Naja, gucken wir uns mal das Meer an. Weil so schön klar und seicht habe ich es, glaube ich, dann noch nie erlebt. Jetzt gucke ich mal, in welchem Paradies ich hier gelandet bin. Boah, das sieht echt klar aus. Krass. Leute, guckt mal, wie geil das Meer hier ist. Mit Felsen. Richtig geil. Oh shit. Okay, jetzt kommt der Fußtest. Jetzt kommt der Fußtest. Wie kalt es wirklich ist. Hui. Oh, richtig frisch. Aber okay. Also gar nicht mehr so britzelbrutzelkalt. Ist das geil. Warum habe ich keine Schwimmsachen mit? Und warum habe ich eine lange Hose an? Ich muss erstmal eine andere Hose anziehen. Ich habe nicht nur ein Tuch mit, dummerweise. Und da ist die Bahn. Ist das schön oder ist das schön? So, lange Impression. Jetzt gucke ich erstmal für mich, was hier abgeht. Hey, crazy. Es ist echt warm. Deswegen gehe ich nochmal zurück, ziehe den fetten Body aus. Und ich habe ja hier schon mal das Video gemacht. Da war hier noch alles ziemlich matschig und überflutet. Jetzt kommt man hier durch. Das ist, glaube ich, Impression Spanien. Mit dem Fisch hier oben. Das ist auch das Startbild. Habe ich noch ein anderes Video. Aber auf jeden Fall sieht es so richtig aufgeräumt hier aus. Man sieht so richtig da an der Seite, wie die das einfach so freigekratzt haben und leer gekratzt haben. Und jetzt einfach wieder sauber ist und man hier durchkommt. Voll gut. Ja. Jetzt gehe ich kurz zurück, hole mir was anderes zum Anziehen und dann lerne ich und schreibe Skripte für die Streetshows. Wow. Yes, ich bin wieder zurück. Ui, der Zug auch. Geil! Jetzt ist man hier am Arbeiten und plötzlich kommen hier Hunde auf einen zu und ich musste schon meine Decke wegziehen, weil irgendwas ist genau unter mir, was wohl echt interessant ist. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wem die gehören. Hier ist kein Mensch. Und ich weiß nicht, was sie hier tun. Ich packe jetzt meinen Kram zusammen und chill mich einfach woanders hin. Alter, was ist mit ihm? Na toll, jetzt ist meine Birne ganz sandig. Toll, jetzt habe ich alles zusammengeräumt. Jetzt rennen sie plötzlich weg. Was ist da los? Ich will ja nichts sagen, aber sie sind wieder da. An der Stelle, wo ich gerade war. Ich bin jetzt hier. Mal gucken, was hier noch so passiert. Lass uns erstmal ins Wasser gehen. Und die Hunde. Ich glaube, ich habe schon wieder Hunde gewonnen. Ja, diesmal hast du 2 und 3, würde ich sagen. Aber mal gucken. Sind aber auch sau verspielt. Also ich glaube, andere würden echt Angst bekommen.
Aber ich finde die beiden eigentlich ganz cool. Wo auch immer sie hingehören. Keine Ahnung. Verrückt, verrückt. Sehr verrückt. Mal gucken, ob hier irgendwann mal ein Härchen auftaucht. Die Nachbarn auf der anderen Seite, die lachen mich auch schon hardcore aus. Die haben aber nur so einen kleinen Hund. Naja, so sieht es hier übrigens aus. So, das sind meine Doggies. Die begleiten mich hier am Strand. Und die machen keinen Schritt mehr ohne mich. Verrückt, ich weiß nicht warum. Ich habe bei meinen Nachbarn gefragt, ob die die Hunde kennen. Auch nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Hunde jetzt vielleicht hier bleiben, weil da ist noch ein anderer Hund. Oder ob sie mir gleich irgendwann wieder hinterher folgen werden. Also definitiv eine sehr interessante Begegnung. Sehr, sehr verrückt. Und scheint aber jetzt erstmal, dass sie da hinten bleiben. Vielleicht musste ich sie einfach nur woanders hin begleiten. Man weiß es nicht. Weil ein Platz in meinem Camperchen ist definitiv nicht für kleine Doggos. Oder große Doggos. Aber scheinbar mögen mich einfach Hunde. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Nein, sie kommen wieder an. Verrückt, was mache ich denn jetzt? Seht ihr das? Die kommen schon wieder. Bleiben sie stehen, jetzt tun sie so, als ob sie nichts gemerkt hätten. Aber gleich kommen die wieder weiter in die Richtung, ich sag's euch. So verspielte Hunde, ey. Verrückt. Mal gucken. Jo, die bleiben bei mir. Ist in Ordnung. Freunde kann man nie genug haben, ne? Mit zwei Süßis. Der ist so verspielt. Du bist so verspielt. Der chillt einfach nur. Ja, was ist mit dir? Was ist mit dir? Hast du Bock, irgendwie genau immer unter mir zu buddeln? Oh, Hundi. Immer da, wo mein Tuch liegt. Ich weiß nicht, was mit meinem Tuch irgendwie ist. Und wenn der nächste Zug kommt, dann rennen sie wieder weg. Das ist schon wieder das eingetreten, was ich befürchtet habe. Die Menschen hier denken, es sind meine Hunde. Und da ist einer hinten im Wasser und der traut sich halt nicht aus dem Wasser raus, weil die Hunde da stehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und er ruft mich die ganze Zeit, um mir zu sagen, pack deine Hunde da weg. Aber es sind wie meine Hunde. Ich habe gar keine Ahnung, wie man mit denen reden muss. So, ne? Ich kann kein Spanisch mit denen reden. Also das No verstehen sie, wenn sie nicht unter meinem Popo buddeln dürfen. Aber ansonsten, keine Ahnung. Mal gucken, ob er jetzt gleich herkommt und mit mir meckert, weil meine Hunde ihn ja nicht aus dem Wasser gelassen haben. Also verrückt. Sehr verrückt. Nicht nur, dass ich zwei Hunde habe, die machen, was sie wollen. Ich habe hier auch eine schicke Bude, die ich mir im Regen jetzt mal angucke, weil im Regen brauche ich nicht hier im Strand zu sein. Interessant. Also dieser Raum ist sehr, ich möchte nicht sagen heruntergekommen, da gehe ich auch nicht rein. Hier sieht es einfach echt cool aus und man könnte halt echt was Geiles draus machen. Also es war wahrscheinlich auch was echt Geiles, so mit den Bildern und so. Wo sind wir denn hier? Da sind wir. Verrückt. Finde ich ganz nice. So, hier ist nochmal ein Fenster. Wahrscheinlich war das die Küche hier hinten. Die ist wahrscheinlich ausgebrannt und dann wird das ganze Ding aufgegeben. Das ist so meine Idee. Ja, könnte man jetzt kaufen und wieder schick machen. Hat jemand Bock, eine Bar aufzumachen in Canet de Mar? Direkt am Wasser? Hat jemand Bock? Ist jemand dabei? Interesse? Hier könnte man dann auch ein kleines Studio eröffnen, wo man dann halt, wenn die tragen, die Wände irgendwas in der Luft macht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Sehr schön. Oh, da ist ein Popo. Seht ihr den Popo? Popo. Eieiei. So, wo sind meine Hunde? Wo sind, ja, hast du 2 und 3? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ah, da unten. Ja, komm. Ja, so sind sie ja. Ich wollte schon sagen, die können doch nicht einfach abhauen, so meine Hunde, ne? Geht doch nicht. Sie sind ein bisschen verschlechtert. Das regnet schon eine Weile ein bisschen. Und jetzt gehe ich mal weiter. Lass meine Doggos hier. Bin mal gespannt, ob die neue Besitzer finden. Aber da ist schon jemand mit Interesse an den Doggos.